Und tschüss. Sehr schön. Geschafft. Los geht's. Was mit Billy? Na, sehe was. Der leckt mich am Arsch, das scheiß Viecher. Ich würde eine Fackel anzünden, Leute. Oh nein, wo entlang, Laura? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen Richtung Norden. Welche Lüftung führt zur Meeresausstellung? Welche Leitung führt zum... Falsche Richtung, die Mitarbeitersiedlung ist im Inland. Kommt, Leute, sie sind immer noch hinter uns her. Die Entsalzungsanlage. Da ist die Meeresausstellung, da. Folgt der roten Leitung. Ja, dann darüber. In Bewegung bleiben! Nicht umdrehen! Das hält uns immer auf! Folgt der roten Leitung. Ihr könnt nicht anhalten, sie sind direkt hinter uns. Die Leitung wird nicht anhalten. Moment, das sind Wasserrohre. Los, geht nach. Puh. Jetzt aber schnell. Wo lang, Laura? Ich weiß nicht, Jerry. Wir sind mindestens 10 Meter unter der Erde. Ich weiß nicht, wo wir sind. Naja, wir können hier nicht herumsetzen und Däumchen drehen. Ich höre sie nicht mehr. Vielleicht war es Territorialverhalten. Und wir sind weit genug weg vom Nest und sie haben uns aufgegeben. Vielleicht haben wir sie abgehängt. Aber wir sind nicht gerade an einem sicheren Ort. Wo entlang, Doc? Hey, hier drüben. Können Sie die lesen? Möglich, wenn ich... Ja, okay. Wir sind an einer Kreuzung mit 4 Gängen. Es gibt nur diese 4 auf dem Plan. Ich muss nur schnell die Symbole entschlüsseln. Okay, wir müssen einfach herausfinden, an welcher Kreuzung wir uns befinden. Wir müssen in den Gängen charakteristische Merkmale suchen. Dann kann ich Möglichkeiten ausschließen. Eieieiei. Vielleicht kann ich mit den Plänen helfen. Sieht ziemlich einfach aus. Ich habe einfach nicht genug Details, um eine Entscheidung zu treffen. Das sind 2 Leitern auf der linken Seite des Tunnels. An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Auf der rechten Seite sind 2 elektrische Schaltkästen oder sowas. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Das sind 2 Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Zwei Leitern auf der rechten Seite des Tunnels. Wir befinden uns jetzt hier. Ich weiß nicht. Ah, nein, das wollte ich nicht.
Schande, oh Schande, wir gehen auf Fortsetzen. Auf der rechten Seite ist eine Leiter, ganz hinten an der Wand auch. Der Gang scheint rechtwinklig auf einen anderen zu stoßen. An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Am Ende des Gangs sind irgendwelche Wasserspeicher. Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Der Tunnel hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Keine Ahnung. Die hier scheint einen Versuch wert. Wenn Sie meinen. Was meinst du, Jess? Die da? Klar. Ich kreise die mal als Kandidat ein. Okay, Laura. Ich hoffe, Sie haben recht. Die Symbole da sind Zugangsleitern. Die Breitenlinien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Trafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Ich muss wissen, was Sie in den Gängen erkennen können. Beschreiben Sie es so detailliert wie möglich. Okay, die können wir ausschließen. Okay. Wir könnten hier sein. Sehen alle irgendwie gleich aus. Alter Schwede, okay. Na, Alter. Ich will immer mit Escape rausgehen. Die Symbole da sind Zugangsleitern. Das sind Leiter, genau. Die Breitenlinien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Trafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Ich glaube nicht, dass es die ist. Wie können Sie sie auseinanderhalten? Okay, die können wir ausschließen. Okay. Probieren wir es auf die altmodische Weise. Was meinst du, Jess? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht. Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Moment, das stimmt nicht. Auf den Plänen sah unsere Route anders aus. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir können jetzt nicht mehr zurück. Und jetzt, hä? Oh nein! Dad! Jetzt sterben wir. Okay. Das war falsch. Die können wir mal ausschließen. Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, Sie haben recht. Pass auf, sind Leitern und dann biegt's nach rechts ab. Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Nein. Ich glaube nicht, dass es die ist. Wie können wir sie einfach so nach dem Ausschließungsprinzip vor? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht. Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Ja. Ganz sicher.
Da müssen wir sein. Die einzige Kreuzung, die genau unserer Umgebung entspricht. Okay, wir sind hier. Die Entsalzungsanlage ist da. Es ist nicht mehr weit. Nein, wir folgen dieser Route. An Abzweigungen folgen wir den Wasserrohren in die Richtung, in die sie zusammenfließen. Wir müssen uns diese Route merken. Gedrückt. Ah, ich hasse diese Krise. Super, ich freue mich so schön, es ist ein Wahnsinn. Was habe ich getan? Ich habe sie da unten zurückgelassen. Ich muss sie suchen gehen. Was? Dahin zurück? Zu diesen Monstern? Nein, Jerry. In Sicherheit nützen sie ihr mehr. Jess ist zäh und einfallsreich. Sie überlebt das, genau wie wir. Woher wollen Sie das wissen? Ich überlasse sie nicht diesen Tieren. Jerry, schauen Sie mich an. Wenn wir da wieder runtergehen, werden wir es nicht mal bis zum Ende der Leiter schaffen. Die anderen sind den Tunnel entlang geflüchtet. Wir wissen, wo sie hinwollen. Die Meeresausstellung. Dahin würde Laura sie bringen. Und Yodel ist bei ihnen. Oh Gott. Wenn wir sie wiederfinden wollen, müssen wir da auch hin. Der schnellste Weg wäre... Sie haben recht. Über Land sollten wir eigentlich schneller können sein. Können sie uns hinbringen? Sie müsste im Norden sein. Nahe der Flussmündung. Großer Fluss? Viele Wasserfälle? Ja, der große Fluss. Na gut, das ist ja schon mal was. Ich muss mich nur orientieren, dann finden wir raus, wie wir da hinkommen. Por el amor de Dios. Wissen Sie, wo wir sind? Ich muss nachdenken. Es ist lange her. Das ist das erste Mal seit fast 12 Jahren, dass ich wieder hier bin. Ingen hat so viel verändert. Nima, diese Insel. Sie ist was Besonderes, oder? Für Sie, meine ich. Ja, sie bedeutet mir sehr viel. Erzählen Sie. Ich bin hier aufgewachsen, unter diesen Bäumen. Meine Leute waren Fischer. Während der Fangzeit lebten wir nahe dem Wasser. Ich liebte das Wasser. Ich bin im Meer geschwommen, ganz weit raus. Darum hat mich mein Vater Nima genannt. Ich konnte überall hin, durch den Dschungel rennen, auf Bäume klettern. Diese Monster... Etwas wie sie gab es auf dieser Insel nie. Bevor Ingen die Insel von Costa Rica gekauft hat, war es hier sehr friedlich.